Es soll gleich richtig anfangen zu gewittern und regnen. Mein Freund hat mir schon ein Video geschickt. Er wohnt ja woanders und bei dem fängt es immer früher an. Ich mache mir erstmal ein Kerzchen. Dann mache ich mir das so richtig bequem und gemütlich. Hier. Ich finde so der erste Tag Regen nachdem es die ganze Zeit so die Sonne geschienen hat und so, finde ich einfach so gemütlich. Dann mache ich mir gleich einen schönen Vlog dazu an und trinke erstmal mein Käffchen, weil es ist schon 11 Uhr und ich habe noch nicht mal einmal einen Kaffee getrunken. Es ist soweit. Das heißt, Fenster öffnen. Gut. Ich dachte, wenn ich jetzt hier schon dabei bin im Wohnzimmer, mache ich einfach mal eine schnelle Wohnzimmer-Roomtour. Und wie gesagt, das Wohnzimmer ist meine ewige Baustelle. Ich zeig's euch einfach mal. Jedenfalls ist hier immer am Abend, wenn die Sonne so untergeht, so ein schönes Licht wegen den Fensterdingern, die ich immer dran gemacht habe. Super praktisch. Und ich fand die Aussicht sowieso hässlich, deswegen, jo, also. Wir sind im Esszimmer und gehen ins Wohnzimmer rein. Und dann Häschen. So, alles gut, Schatz.
Jo. Und das ist es. Bis gerade stand der Fernseher da und das stand dort. Und ich habe hier schon so oft umgestellt, wirklich so, so oft. Und das ist jetzt etwas, was schon wirklich Ewigkeiten so steht. Und das ist bis jetzt auch das Beste. Aber mein Sofa stand schon da, dann stand es mal hier, dann stand es dort, dann stand es da auch schon mal vor der Tür und alles Mögliche, weil ich es einfach ungemütlich hier finde, weil hier eins, zwei, drei Türen sind und das macht es einfach ungemütlich. Das ist wirklich schwer. Ja, wo fange ich an? Und wenn man von meinem Wohnzimmer weitergeht, ist man in meinem Schlafzimmer. Das Sofa habe ich zu verschenken bekommen von den Vormietern. Und das ist mein allergrößtes Lieblingsstück. Das ist so eine Mid-Century-Kommode. Die war auch auf eBay zu verschenken. Damals zum Studium in meiner ersten Wohnung habe ich die geholt von eBay zu verschenken. Und ich liebe, liebe, liebe die. Und mich stört sowas auch nicht. Ich weiß nicht, ich mag das. Mich stört sowas einfach gar nicht, wenn hier so Flecken sind. Keine Ahnung, wieso mich das nicht stört. Ja. Diesen Hocker, den habe ich mal für 15 Euro in so einem Secondhand-Laden gekauft. Zuna hat den schon komplett kaputt gemacht. Und hier sind noch ein paar Taschen drin, die nicht im Flur, nicht im Flur hängen. Und der war eigentlich dort, wo jetzt mein Couchtisch ist. Also heute noch. Also den hatte ich immer als Couchtisch benutzt. Mit so einem Brett drauf und das war halt irgendwann auch nervig und es ist auch so, ja, viel zu wenig Platz für einen Couchtisch, weil wir haben, wenn mein Freund da war, haben wir da auch immer gegessen und so. Und jetzt, das war auch zu verschenken. Bis jetzt war alles zu verschenken, was ich gezeigt habe, außer das 15 Euro. Der war auf jeden Fall zu verschenken, ein Schuhschrank, aber in dem Schuhschrank habe ich Spiele und Magazine drin. So. Hier ist meine Deckenecke. Yep, ich sag doch, es ist eine ewige Baustelle. Das war, glaube ich, das war mal für 2,99 im Secondhand, also ein richtiger Schnapperli. So, dieses kleine Mini-Bücherregal war auch zu verschenken von Kleinanzeigen, schon ewig her. Und dieser kleine Mini-Blumentisch oder wie man das nennt, war auch zu verschenken. Ja, so, dann gehen wir weiter. Von dem habe ich ja schon erzählt, den habe ich mal auf dem Flohmarkt gefunden. Der hat 8 Euro gekostet, den habe ich vom Secondhand für 8 Euro, finde ich auch sehr günstig. Der war auch schon mal Nachttisch und mal irgendwas anderes und so. Und dann habe ich irgendwann mal mein Fernsehen draufgestellt. Aber ich finde Fernsehen auch einfach hässlich. Das ist einfach immer so unästhetisch. Ja. Am liebsten dann hätte ich hier gar kein Fernsehen. Ich selbst gucke ja auch nie Fernsehen. Aber wenn mein Freund da ist, dann ist es schon gemütlich, wenn man Trash-TV und so schaut. Ja, und dann zu diesem wunderschönen Stück. Das habe ich ja am Sonntag auf der Straße gefunden. Ich finde es super süß. Guck mal, hier ist sogar noch so ein Ding. Oh, guck mal, hier ist super süß. Ja, also ich mag den. Und da liegen die Katzen. Oft, ne. Die liegen überall, wo man liegen darf. Ja, mein Süßer, mein Genießer. Ja, das war es auch schon vom Wohnzimmer. Und wenn man hier rauskommt, geht, ist man im Flur. Aber das kennt ihr ja hier schon. Und vom Flur aus kommt man so rein.
Ach ja, stimmt. Das Bild habe ich ja auch letztens irgendwann auf der Straße gefunden. Das war ohne der Schrift. Die Schrift habe ich ja extra wegen der Motto-Party drauf gemacht. You can never be overdressed. Und ich fand das cool. Eigentlich wäre es viel cooler in so einem Kleiderschrankzimmer, in so einem oder im Schlaf oder halt da, wo mein Kleiderschrank und so ist. Wäre es cooler, das aufzuhängen. Aber naja, ich habe keinen besseren Platz gefunden und ich fand es sehr schön. Ins Schlafgemach. Hallo, und vom Schlafzimmer. Ach ja, und meine wunderschöne Lampe. Die habe ich auch vom Vormieter übernommen. Ich bin schwer, Lampen zu finden. Und ganz ehrlich, irgendwie finde ich es auch cool. Ich weiß nicht wieso. Irgendwie mag ich es. Und weil ich ja den neuen Couchtisch habe, verbringe ich meinen Abend heute nicht im Esszimmer wie sonst immer, sondern im Wohnzimmer, weil ich es einfach super süß finde. Dann hole ich mein Zeug hin und dann schneide ich hier meinen Vlog. Meine anderen Roomtours könnt ihr in diesen Videos sehen. Ich habe ja bis jetzt zwei Roomtours gemacht und könnt ihr in die Kommentare schreiben, was für eine Roomtour ich als nächstes machen könnte. Es ist nur noch zur Auswahl Schlafzimmer, Esszimmer und Badezimmer. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und jetzt sauge ich, räume das Esszimmer auf, weil es katastrophal ist. Und mache mir irgendwann was zu essen und mache es mir richtig schön gemütlich heute Abend. Guten Tag, es ist Mittwoch. Ich weiß gar nicht, ob ich heute gefilmt habe. Jedenfalls habe ich den ganzen Tag Vlog geschnitten. Den ganzen Tag, weil ich noch gar nicht angefangen habe. Und morgen ist ja schon Donnerstag. Und morgen bin ich ab morgens unterwegs. Deswegen werde ich dann morgen keine Zeit mehr haben und ich muss heute alles fertig kriegen. Und ja. Ich bin zufrieden. Das Thumbnail ist sogar richtig schön geworden. Ich zeige es euch mal. Also ihr kennt es dann eigentlich ja schon, wenn dieses Video kommt. Egal, ich zeige es trotzdem. Cool, oder? Ja, deswegen. Ich bin richtig zufrieden, aber ich bin auch so K.O. einfach.
Ich habe es einfach den ganzen Tag gemacht. Gefühlt. Ja, ab und zu halt ein bisschen was anderes, aber nee, eigentlich habe ich den ganzen Tag gevloggt. Geschnitten. Naja. Ich liebe meinen Couchtisch so sehr. Ich chill da jetzt die ganze Zeit. Das ist immer so, immer wenn ich irgendwas neu habe, neu im Secondhand gefunden oder auf der Straße oder was auch immer für die Wohnung, dann chill ich da immer. Deswegen, ich habe es mir auch gestern richtig schön gemütlich gemacht. Ich habe gar nicht gefilmt, aber es war so schön mit Kerzen und mit diesem wunderschönen Tisch. Das mache ich mir jetzt auch. Ich mache mir jetzt meine wunderschöne Suppe. Und guck mal, in was für ein süßen Ding ich es aufwärme. Das habe ich auch mal im Secondhand gefunden. Für so 2 € oder so. So eine ganz kleine Schüssel. Apropos Secondhand. Ich hatte heute Nacht eine richtig coole Idee. Ihr könnt hier mal sagen, wie ihr die findet. Aber ich weiß auch noch nicht, ob ich es wirklich mache. Toll, soll ich es dann überhaupt erzählen? Naja, es gibt ja so Videos im Monatsfavoriten und bla bla bla. Und ich dachte mir, ich mache ein Monats-Thrift-Haul, also Monats-Secondhand-Haul mit den Sachen, die ich gefunden habe auf der Straße. Halt allen Sachen. Oder im Secondhand oder auf dem Flohmarkt oder wenn Freunde oder Familie mir irgendwas geschenkt haben, was halt gebraucht ist und ich das nehme. Also all solche Sachen, alles was Secondhand ist. Ja, dann dachte ich, dann filme ich das. Und weil ich liebe es ja, über Secondhand zu reden und ich liebe es auch, Videos zu schauen, wo Leute zeigen, was sie gefunden haben und so. Und dann dachte ich, mache ich das doch einmal im Monat, so ein Video. Dann kann man halt noch mal im Video zeigen, was man einfach alles günstig kriegen kann, dass man auch richtig schön günstig leben kann. Die Suppe kocht. Wasser. Voll vergessen, dass das heiß ist. So, dann beende ich jetzt diesen Vlog hier und ich hoffe, der hat dir gefallen. Und wenn du bis hierhin geschaut hast, dann kommentier doch mit einer Regenwolke. Ja, du kannst mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ich noch eine andere Roomtour machen soll und von welchem Raum. Und falls es hier Menschen gibt, die Katzen haben, habe ich noch eine Frage. Kennt ihr euch mit Grieß im Urin aus bei der Katze? Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das mal hattet mit einer von euren Katzen. Und ja, ob irgendwas dagegen geholfen hat und so. Ich war jetzt schon öfter beim Arzt und ich weiß nicht wirklich, was, ja, was ich am besten da machen könnte, was hilft. Ich höre immer Ernährungsumstellung und mir wurde jetzt auch schon von irgendeiner Marke was empfohlen, aber ihr könnt ja gerne eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben, wenn irgendwer von euch das auch schon mal hatte, dass eine Katze Grieß im Urin hat, Grießsteine im Urin und ja, das würde mich sehr freuen, wenn jemand das Erfahrungen hatte, davon Bescheid weiß und mir paar Dinge in die Kommentare schreibt oder bei Instagram schreibt, wie auch immer. Ja, also dann bis Sonntag und ja, ich hoffe, ich habe jetzt alles gesagt. Tschüssi, macht's.